Na! Ah. Ich sollte vielleicht doch auf die andere Waffe wechseln. Das ist jetzt gerade ein bisschen zäh an der Stelle. Ich entschuldige mich dafür, aber. Okay, Riley, du gehst wieder in die Deckung. Hä? Kann's weitergehen? Riley, du gehst wieder hier in Deckung. Halt die Ohren steif. Ach, ich wollte doch die Waffe wechseln. Wieso habe ich denn immer noch diese Okay. Alter, jetzt liegt mir nicht im Weg rum. Komm, Riley. Geht weiter. Los! So, Riley, jetzt muss ich dich mal kurz hier ablegen. Ich hab nicht wieder vergessen, die Waffe zu wechseln. So, jetzt sind wir nämlich. Vorhin sind sie doch weitergelaufen. Was zum Teufel? Ich weiß gerade nicht, was hier los ist. Nein. Nein. Was schießt die überhaupt von hinten auf mich? Achso, dieser dämliche Helikopter. Ach, Leute. Oh, haben sie es diesmal geschafft, den Typen da hinten tatsächlich wegzuholen? Ich werde bekloppt. Okay, Riley, halt. Nein, Moment. Riley nochmal ablegen. Waffe wechseln. Riley wieder aufnehmen. Vorrücken. So, jetzt kann Papa doch auch arbeiten. Granate? Ich glaube, das kann ich auch. Ja. Jetzt habe ich Riley in der Hand und kriegt ihr auch was geschissen? Auf Deckung. Kontakt 20 Meter. Ghost 6, hier ist Gator 1. Wir kommen. Gator 1, Fox 2. Gator 2, Fox 3. Yay. Kommando, hier ist Chris 2-0. Wir haben unsere Jungs gefunden. Wuhu. Einsatz! Yippie! Ja, dann mal los! Komm schon, Logan, wir gehen! Kommando, hier ist Prince 2-0. Wir sind voll beladen und kehren zurück. Verstanden. Gute Arbeit, 2-0. Grrr. Wenn ein Ghost getötet wird, legen wir seine Leiche mit dem Gesicht nach unten hin. Den Kopf in Richtung seiner Heimat. Seine Waffe neben ihm. Wir tun das, damit die Gefallenen, wenn sie auf die andere Seite gehen, über uns wachen können und nach dem Feind Ausschau halten. Dad war tot. Nichts konnte daran etwas ändern. Aber Logan und ich, wir waren noch da. Die Föderation war noch da. Rogue war noch da. Dieser Krieg war nicht vorbei.
Noch lange nicht. Leb wohl, Dad. Ich kann dich nicht ersetzen. Aber ich kann dich vertreten. USS Liberator, hier Phantom 2-2 beim letzten Anflug. Verstanden, Phantom 2-2. Sie haben Landeerlaubnis. Das Deck ist bereit. Merrick, wir müssen ihn kriegen. Ich will Rock. Negativ, Hash. Die Satelliten begeben sich in Position. Wenn sie online sind, kann die Föderation Ziele auf der ganzen Welt angreifen. Wie lautet der Plan? Wir riskieren alles. Auch unseren letzten Flugzeugträger. Wir steuern ihn direkt ins Herz des Föderationsgebiets. Wir greifen sie am Boden und in der Luft an. Alles oder nichts. Wenn der Angriff startet, brauchen wir ein Ghost-Team am Boden. Wir sind bereit. Du übernimmst die Leitung, Hash. Du kommst nicht mit? Ich übernehme Elias' Platz und koordiniere die Ressourcen. Dein Vater war ein toller Mann. Ein großartiger Anführer. Auch er sah euer Potenzial. Hier, Logan. Das gehörte ihm. Tut mir leid. Du hast deine Pflicht erfüllt. Du gehst mit Merrick. Ich passe auf ihn auf. Ja, wäre ja auch schlimm gewesen. Alle Einheiten, die Föderation ist in unseren Luftraum eingedrungen. Auf Station melden. Starte-Alarm. Schulter. Flugzeug abfahren. Wir müssen helfen, das Deck zu sichern und einen Transport zur Satellitenfarm finden. Wir werden geentert. Wiederhole. Alle mal auf Position. Wir werden geentert. Nicht mehr lang. Wenn die Satelliten einsatzbereit sind, können sie uns jederzeit überall angreifen. Dann sind wir fällig. Wir müssen sie aufhalten und die Invasionstruppen absetzen. Okay. Alle Mann auf Gefechtsstation. Alle auf Gefechtsstation. Ziele auf Deck! Hornets sind in der Luft. Wiederhole, Hornets in der Luft. Alter, Kampf auf dem Flugzeugträger, das ist aber was drin. Ich möchte bitte die andere wieder haben. Was habe ich denn hier? Mittes Spielzeug. Hui! Wo ist meine Remy? Wo ist meine Remy hin, die eben noch liegen hatte? Ein Osprey kommt hinten hoch! Machen wir einen Weg frei! Ein Osprey? Leck mich! Habe Sichtkontakt! Verlasse Formation! Was macht ihr denn hier? Ist doch gar keiner mehr da! Ach so, doch! Wunder mich hier schon! La 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 la. Oh oh! Ja, das ist so eine Dreischuss-Ding. Feinde landen auf dem hinteren Deck. Da krieg ich ja Herpes. Ich hasse nichts mehr als Dreischusswaffen. Hui Deibel. Hui. Gerade Nebel auf das Heck geworfen oder was ist hier los? Alter. Jetzt machen wir nicht so einen Aufstand, Hash. Ah. Wann ist der Osprey und einsatzbereit? Wir beladen ihn gerade. In 2 Minuten ist er in der Luft und bereit. Geh an die Zielerfassung. Wir müssen die Abwürfe steuern. Er kommt in spitzen Winkel zurück. Bereit machen für Zielmarkierung. Wir brauchen einen Transport zum Angriffstrupp auf die Satellitenfarm. Ja, Sir. Wuhu. Hubschrauber nähern sich. Sie werden aber erst in 10... Ich brauche diesen Transport. Alles klar, Störung eingesammelt. Alle Einheiten. Aus dem Norden kommen Föderationsschlauchboote. Logan, rüber auf die Längsseite. Geht klar. Los, sie versuchen aufs Schiff zu kommen. Schlauchboote ausschalten. Verteidigen? Schön ohne Deckung. Ihr habt doch eine Meise, habt ihr doch. Los, sie versuchen aufs Schiff zu kommen. Schlauchboote ausschalten. Ziele klettern die Schiffsseite hoch. Osprey ist 1 Minute weg. Achtung, mindestens 10 feindliche Wassereinheiten nähern sich der Carolina von Osten. Einer erwischt. Alle Einheiten. Schlauchboote ausschalten. Feindliche Kanonenboote nähern sich.
Klar! Schnips! Heiß noch! Okay, 3-3-1-9-1. Arbeite daran. Jaha, und noch eine Runde Osprey fliegen. Yay. So. Geht mir einfach was, wie, wo folgen? Ah, alles klar. Ich folge. Ich auch. Ja, was meinst du, was ich hier tue? Warum musst du mal eigentlich alles auseinanderfallen, wo wir rumrennen? Wow, Alter. Ne, ne, ne. Ach so. Nimm die Steuerung, markier die Ziele. Ich gebe Deckung. Logan, Das Schlachtflugzeug muss weg. Eieiei. Steuerung, yeah. Ziele mit der Steuerung. Ja, ich arbeite daran. Alter. Ist das wackelig? Der Schlachtflugzeug kommt nochmal! Schlachtflugzeug rechts! Sehr lange! Das Schlachtflugzeug der Föderation ist am Boden. Wiederhole, am Boden. Transporter sind unterwegs zur Satellitenfahrt. Guter Schuss, Logan. Der Träger ist sicher. Jetzt zum Hauptangriff. Das glaube ich weniger, das. Bestätigt. Viper 6 kommt. Norrent hat mehrere Stäbe geortet, die in die Atmosphäre eindringen. Die Satelliten sind funktionsfähig. Alle Mann auf Einschlag vorbereiten. Alarm! Einschlag! No! Verdammt! Ja, oh Gott. Der Turm stürzt ein! Alter! Pass auf den Ostsee auf! Achtung! Warum ist eigentlich alles in diesem Spiel ein Spießrutenlauf? Na komm! Ja! Und rein! Oh, Gott sei Dank. Das muss von den Föderationssatelliten kommen. Die haben das Scheißding aktiviert. Wir haben nur eine Chance. Schließen wir uns dem Angriff an und schalten die Satellitenfarm aus. Sonst ist der Krieg vorbei. Ja. Wir schlagen an zwei Stellen gleichzeitig zu. Ein Angriffstrupp ist gestartet. Das Ziel ist eine Föderationsraumstation. Sie dringen in die Station ein und übernehmen ihre Orbitalwaffen. Damit sie sich überhaupt nähern können, müssen wir das Frühwarnsystem der Station am Boden zerstören. Hash, du führst ein Team an, übernimmst die Kommandozentrale und feuerst eine Rakete auf ihre Satellitenfarm. Rock könnte im Gebiet sein, aber das hier hat Priorität. Ein
Ein gepanzertes Bataillon dringt durch die Verteidigung vor. Rechnet mit dem härtesten Widerstand im ganzen Krieg. Habt ihr Erfolg, haben unsere Streitkräfte im All eine echte Chance. Buja. Aber? Fallschirme bereit! Panzer bereit! Gebiet für Abwurf freimachen! Alle Panzercrews bereit machen. Ankunft in 2 Minuten. Kommando, Treffen auf schwere Luftabwehr. 1/2 Kilometer von der Abwurfzone. Nicht vom Kurs abweichen. Aber an dieser Stelle sage ich gleich, hier mache ich jetzt Feierabend. Eine Stunde habe ich jetzt wieder aufgenommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, aber ich bin gerade schon ziemlich perforiert. Die letzten Einsätze waren ja nicht unbedingt... Ich brauche jetzt erstmal eine Pause und ich muss den ganzen Kram ja auch noch fertig bearbeiten. In diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Aufnahmerunde wieder. Ich freue mich wie üblich über eure Kommentare, Anregungen, was auch immer. Ja, was auch immer ist eine gute Idee. Hate-Kommentare vorzugsweise nicht, nein, egal. Also, bis zum nächsten Mal. Carpe Noctem, Tempus Fugit, Memento Mori.